Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich war hier noch am College Square und wollte hier noch ein bisschen rumlooten, bevor wir einfach weiterziehen. Denn einfach ist einfach zu einfach. Den hatten wir schon? Nein, den hatten wir noch nicht. Toll. Okay, dann können wir auch bei Gelegenheit mal wieder eine Quest machen. Einfach irgendwo, irgendwen, irgendwie retten. Wäre doch mal nicht schlecht, oder? Weil wir hatten jetzt einige Exkursions- und Erkundungs- und Klaufolgen. Habe auch ein bisschen was entdeckt. War auch sehr spannend. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt ja jederzeit eine Bewertung dalassen. Lust auf eine kleine Keilerei? So viel zu dem Thema. Genau. Was war das denn? Hallo? Hat der Ghoul das Auto durch die Gegend geschubst? Noch jemand? Also auf Vorsicht stehen wir. Sind aber versteckt noch. Ah, wird schon werden, Leute, wird schon werden. Golduhr oder irgendwo, habe ich die da. Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an, mich zuzumüllen. Habe ich eigentlich den ganzen Schrott rausgetan aus dem Inventar? Schrott? Ja, okay, bin ich beruhigt. Nein? Nein? Fast. Kaputt. Wie immer. Ah, ich habe einen ganz schönen Haarklammerverschleiß, muss man sagen. Cool. Aber wir kriegen es hin. Oh, und wir haben einen Löffel geabt. Yay. Noch was hier drin? Nein? So, Tab halten. Skillmenü. Diverses. Hilfsmittel. Kleidung. Waffen. Quatsch. Tee. Entschuldigung. Der Husten ist schlimm. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn heute Schönes? Einsamer Umherziehender. Ich wollte eigentlich noch einen Punkt auf Intelligenz setzen, um ja, die Erfahrungspunkte noch ein bisschen hochzusetzen. Bin am Überlegen. Mache ich das jetzt oder was haben wir denn noch so Schönes? Rüstmeister, schützt dich vor den Gefahren. Haben wir noch nicht. Mehr Wumms, Sprengstoffe. Ja, setze ich eh nicht ein. Wissenschaft. Hightech-Mods ist auch nicht schlecht. Lokale Anführer. Versorgungsrouten klingt gut. Wiederverwerter, Sparer in der Not. Wäre vielleicht auch was für mich, weil ich ja alles zerlege, was ich zumindest finde. Schleichen, schwerer zu entdecken. Nee. Mysteriöser Fremder, blutiger Tod. Ja, ich weiß, ein paar von euch wollen das hier sehen. Muss jetzt aber nicht sein. Ich will jetzt erstmal... Komm, ich setze den erstmal auch auf Intelligenz. Los. Desto mehr XP kriegen wir. Und je mehr Erfahrungspunkte wir bekommen, desto besser. Nur ein Kratzer. Aha, da bist du also. Wo? Da lebt noch einer. Ja, sowas. Ich glaube nicht, dass ich treffe. Ah, das war klar. Einmal nachladen. Machen wir das mal aus der Nähe. So, hopp. Der hat sich aber gut versteckt. Ja, ist ja gut. So. So, jetzt aber. Ja, das ist ja... Ja, du, das hatte ich mir jetzt auch gerade von dir gedacht. Vollidiot. Hätte nicht gedacht, dass hier noch jemand lebt. Und vor allem hier in der Ecke, wo wir schon tausendmal waren. Wie ist der hierher gekommen? Naja, manchmal weiß man eben nie... Oh Mann, das Spiel wird nie enden. So viel zu tun, so viel zu... Protektron wird mir aber als grün angezeigt. Den lasse ich in Ruhe. Was grün ist, ist grün. Da gucken wir dann auch gleich mal hin. Warum hier so ein Protect? Sean. Ich habe ganz aus den Augen verloren, warum wir hier überhaupt sind. Ich muss dringend nach Diamond City. Ich muss Sean finden. Sean. Ja, es wird schon. Wir werden das schaffen. Wo ist denn der Protektron hin? Da hinten. Okay, einmal F5. Ich nehme mal hier die Waffe weg. College-Verwaltung. Hey. Ich schütze und diene. Das freut mich. Schön, wie du so rot leuchtest. So, wir gucken mal hier ins Red Rocket Café, bevor wir hier ins College, das wird wohl das College sein, na reingehen. Oh, guck mal eine an. Hier ist eine
Power-Rüstungs-Rüststation. Waffenfabrik. Haben wir auch eine normale Fabrik hier. Also sprich so ein Teil, das wir hier ausrüsten können. Habe ich dich noch nicht? Nee, ich hatte dich noch nicht gelootet. Okay. Jetzt schon. Klo. Kronkorken. Klebeband, Schraubenschlüssel, Haufen, Schrott. Alles meins. Okay. Nehmen wir auch mit. Gut. Ich würde mal sagen, College. Ja, oder auch nicht. Bitte, 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 bitte. Scheißdreck. Ja, ich habe das auch gerade gemerkt. Wo sind denn die? Ja, ist egal. Komm. Ich wollte ins College. Das ist da drüben. Genau. Denke ich mal, dass es das ist. Schauen wir mal, so groß sieht das Gebäude nicht aus. Vielleicht können wir das ja in dieser Folge noch mit abhandeln. Juhu! Ich handel! So, wird scheinbar auch wieder ein bisschen heller langsam. Und jetzt gehe ich von außen nach innen, wo es dann wieder dunkel wird. Voll schlau, Black. Voll schlau. Aber auch drinnen wird es heller. Kommt ja schön Licht durch die schönen klaren Fenster. Der Hirnpilz. Der heißt wahrscheinlich hoffentlich Hirnpilz, weil er so aussieht wie ein Hirn. Ne, Kotzi? Nicht wieder wegrennen. Einfach hier bleiben. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Bilderrahmen, einen alten Globus. Ja, falls wir eine Schule aufmachen wollen, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Boston Bugle. Klemmbrett, das nehmen wir mit. Ja, ja, ja. Alles meins. Alles meins. Klebeband und Terpentin. Klebeband, ich weiß nicht, ob das auch Kleber ist. Ich hoffe es. Weil Kleber ist endlich das, was momentan... Aufgepasst. Uah, erschreck mich nicht. Was momentan am meisten gebraucht wird. So. Das machen wir mal wieder aus. Gehen erstmal hier unten. Oh. Bin ich wieder rausgegangen. Ich bin darin Vieh. Warum lädt das so lang? Scheiße, was war das? Kommt ran, dieses Mal! Warte mal, das machen wir anders. Und zwar mit der weit weg geht das viel besser. Echt? Die haut ab, ja. Naja, ich geh mal. Haha. Orte feindliche Lebensformen. Ich behänge deine Eingeweidung in den Hals. Bist du doof? Was willst du hier unten? Eindringlich entdeckt. Beginne Angriff auf feindliches Ziel. Ja, genau. Der Protektor kämpft auch, aber gegen wen? Lage normal. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Okay, das freut mich. Du bist, okay, da hinten war noch was. Langfinger. Ach so, weil ich... Kann ich dir was klauen? Nee. Schaust dir das Inventar an, wird es noch nicht feindselig, das ist gut. So. Versuchst du etwas zu stillen, wirst du... Ja, ja, das weiß ich doch schon. Wirst du ertappt, gibt's Ärger. Wie immer. Ich gehe mal... Keine Ahnung, was da noch angegriffen hat. Was da... Da war so eine komische Stimme. Ihr habt das da auch gehört, ne? Also die war ziemlich tief. Hier waren wir drin. So, das heißt, vielleicht war das ein Supermutant. Kann ja sein. So, auf nah dran wieder. Also die Waffen haben sich bisher bewährt, muss ich sagen. Gerade für, sagen wir mal, so einfache Gegner... Wie Raider und so. Ist die durchaus ausreichend. Wo war denn jetzt schon wieder das... Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, das hier war das Ding, ne? Ich weiß nicht mehr, wo das College war. Ich bin blöd. Das hier war es jedenfalls nicht. Nein! Das war wieder mal klar. Ach, Black. Du bist ein Rindvieh. Ich muss echt aufpassen. Ich muss... Ich weiß nicht, in wie viele ich schon reingerannt bin. Einfach mal so in eine scheiß Mine. Scheiße, was war das? So, das war hier. Da ist etwas entdeckt. Ja, ja, da ist etwas entdeckt. Inventar. Weit weg. Und hopp. Bäm, 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 bäm. Ich hätte vielleicht doch mal auf die
Lasergun gehen können, aber geht auch so. So, der ist hin. Oh, oh. Der wilde Mischling war erst grün. Verdammt. Ich hätte den nicht anschießen sollen. Jetzt tun die mir gleich wieder was. Ich geh mal rein. Ich will... Also wenn die wilden Mischlinge mich nicht angreifen, sollte mir recht sein. Aber den habe ich jetzt im Hintern geschossen. Ich hoffe, das bleibt so, dass das nicht so ist, wie es ist. Ist es nicht so? Oder so? So. Vorsicht, Gefahr und so weiter und so fort. Ist okay. Ich loote mal hier drin. Es tut mir leid um die Hunde. Es tut mir leid. Ich wollte die Hunde nicht angreifen. Ich wollte nur ein bisschen looten. Und den Raider wollte ich platt machen. Ich hab's im letzten Moment gesehen, dass der ursprünglich grün war, bis ich den in den Hintern geschossen habe. Dieser wilde Mischling. Es tut mir wirklich leid. So, na gucken wir mal, ob wir das Teil hier... Jawohl, beim ersten Treffer. Schön. Klebeband bringt Kleber und Stoff. Sehr schön. Klebeband ist sehr wichtig. Und sehr selten, leider. Okay, hier haben wir nichts. Aber wir haben noch ein Stockwerk höher. Schauen wir mal, ein wenig Hirnpilz kann man immer gebrauchen. Na, hier geht's hier wieder raus. Ich wollte doch mal drinnen bleiben. Lalalala, wo sind wir? Noch ein Stockwerk höher. Irgendjemand unten? Nee, Wetz sagt auch nichts. Ein Besen. Besen können wir mitnehmen. Besen ist gut. Und sonst gibt es hier oben scheinbar nichts. Einmal wieder rein. Was mich natürlich wundert, ich meine 200 Jahre sind jetzt vergangen, es gibt offensichtlich Überlebende, aber die hausen teilweise immer noch, naja, wie der letzte Dreck, kann man nicht anders nennen. Normalerweise, wie gesagt, also wenn ich ein Überlebender wäre, vielleicht die ersten 10, 20 Jahre, dass das so aussieht, okay, aber nach 200 Jahren müsste doch langsam angefangen worden sein, die Apokalypse aufzuräumen. Ich würde das tun, ich würde mir halt wirklich ein paar Leute schnappen. So wie wir es hier halt gerade machen. Eine schöne Siedlung aufbauen. Und in dieser Siedlung, ja, baue ich ein paar neue Häuslein. Ich muss ja nicht in den alten Baracken hier wohnen. Die könnte ich auch ein bisschen besser bauen, als ehrlich gesagt das, was ja im Baumenü zur Verfügung steht. Weil, sagen wir mal so, ich meine, wenn ich mir schon was baue, dann könnte ich das auch richtig machen. Aber okay. Wie gesagt, soll ja auch die, sag mal, postapokalyptische Stimmung erhalten bleiben. Insofern ist das schon okay, ist genehmigt. Aber es könnte ein bisschen mehr werden. Sein. Müssen. So, okay. Einmal. Ladebildschirm. Und dann wollte ich mal gucken, welche Quest denn so in der Nähe ist. Und was wir denn mal machen können. Ich bin schon am Überlegen, einfach mal nach Diamond City zu wandern. Weil, ja, das so weit ist. Wir gehen mal zu den Cambridge Polymer Labs. Und danach nach Diamond City. So lautet jetzt der Plan. Noch nicht entdeckt, Markierung platzieren, wollte ich sowieso, wenn, dann wäre ich hingelaufen. Mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Und alles andere machen wir später. Knochensäge, Schraubenschlüssel, stellbare Schraubenschlüssel etc. pp. Raider abschauen, achso, hier habe ich den Platte gemacht, okay. Kotzi. Ach, da bist du ja. Hey, Mom. Ich hab dir nicht verraten, dass du was tragen sollst. Was? Deswegen bist du schnell gekommen. Hehe. erschien. Erscheinen reicht schon. So. Okay. So. Was? Küstenwache? Küstenwachenmütze. Wahrnehmung plus eins. Sieht bestimmt auch lustig aus. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen was mehr machen. So eine Mondschau-Folge wäre vielleicht mal was. Raider-Rüstung. Kennen wir alles. Rotes Kleid behalten wir. Sturm-Tech, Gasmaske, Vortech. Mhm. Kann alles weg. So. Raus. Achso, halt. Hey. Kann ich zu Diensten sein? Ja, natürlich. Du kannst noch einen Haufen Schrott tragen. Diverses Schrott. Weil ich habe noch ziemlich viel im Inventar, wie ich sehe. Und das kann ruhig gerne mal ein bisschen weniger werden. So. Menge 25, Vorkriegsgeld. Natürlich. So, meine Mods. Na dran. Okay. Lassen wir erstmal so. F5 mal und gucken auf die Karte. Ja, die Richtung stimmt. Hatten wir ja schon festgestellt. Was haben wir hier? Eine Eisbox mit Medex drin. Was auch immer das da drin braucht.
Aber Schaden tut es mir jedenfalls nicht. Noch eine Eisbox? Nö, was ist das? Ein Milchautomat. Ja, bist du nicht willig? Spritze ich mit Milch. Irgendwas ist hier. Irgendwas knappert und scharrt hier. Hier komme ich nicht rein, ne? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Ich klicke hier immer, damit ich halt nicht wieder wieder in eine Mine latsche. Wie schon so oft. Ach, nee. Okay, ich weiß, wo ich bin. Dann können wir hier die Straße runter. Ich denke mal, es wird euch auch nicht stören, wenn wir endlich mal in eine weitere Stadt kommen. Diamond City. Wir kommen aber erst, nachdem ich hier mich in diesem Pharmazeutik-Ding da von der... Was ist das denn? Eine große Uhr, die geht scheinbar nicht mehr. Ist das ein Bahnhof oder sowas gewesen? Ein Gunner. Wachkleidung, ein Siedler. Cool. Sind die Gunner gut oder böse? Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich will es jetzt auch nicht sagen. Sonst ist hier erstmal nichts. Wir gehen mal weiter. Eventuell kommen wir hier nochmal her. Eventuell schauen wir auch einfach mal hier hinten rein. Und finden einen Tischventilator. Ja, und Haarklammern. Ja, Haarklammern ist immer gut. Okay. Das war, glaube ich, eine Schule. Ach so, das hier ist das... Das ist das College. Na, sagt mir das doch mal einer. Oder beziehungsweise es gehört alles zum College-Komplex. Natürlich, bei den in den USA ist es ja eh so, dass das meistens ein bisschen größer gebaut ist. Wie eine Universität halt bei uns. Die sind ja auch ein bisschen größer. So, entdeckt Verbindungshaus. F5. Schnellspeichervorgang. Mal schauen, ob sich im Verbindungshaus noch ein paar Verbindungen für uns auftun. Wir werden sehen. Oh. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist, warte mal, also Fleischstock. Okay, das sind eindeutig Menschenfleisch. Haben wir hier ein Kannibalennest entdeckt. Also ich nehme mal lieber das Teil wieder in die Hand. Was ist das? Oder auch nicht. Zeit zum Start. Nein, wo bin ich hier gelandet? Hilfe, Supermutanten! Lass mich raus! Supermutanten! Hilfe! Hilfe! Weg da! Pfui! Supermutanten! Oh Gott! Ich glaube, davon hat. Ich glaube, davon hatte der Paladin erzählt. Na, wenigstens haben die sich, glaube ich, selbst in die Luft gejagt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die liegen da höchstwahrscheinlich auch noch. Das heißt, wir gehen nochmal zu diesem... Scheiße, Dreck. Genau, das meine ich. Ja, schießt ruhig mit einem Fatman, ihr Idioten. Kommen da noch welche? Schaube nicht. Okay. Ha, Glück gehabt. F5, Schnellspeichervorgang. Ah, Kotzi ist noch da. Hi. Naja, gut. Komm, haben wir super Loot von den Supermutanten. Auch nicht schlecht. Nukleares Material. Irgendwo stand da gerade Präzisionsschütze. Also so richtig präzisionsmäßig war das jetzt nicht. Ach so, Supermutanten Selbstmörder. Haha, Vollidiot. Deadeye. Ich glaube, das war einer, den wir... Ja gut, den haben wir... Doch recht einfach erledigt. Dead Eye. Totes Auge. Ne? Idiot. Entschuldigung. Musste sein. Ist jetzt nicht gewalttätig gemeint, aber die wollten uns angreifen. Ich bin jetzt am überlegen, da einfach nochmal reinzurennen. Am Ende sind da alle rausgekommen, die da drinnen waren. Wäre ja cool, ne? Mal, weißt du was? Wir machen das mal so. Speichern. Neuer Spielstand. Okay. Dann gehen wir mal hier. Inventar. Kleidung, Hilfsmittel. Flaschenkürbisse. Gebackene Bläfliege. Schmeckt doch gut. So, okay. Guten Appetit. Nochmal hier schnell speichern. Und dann gehen wir nochmal rein. Mal schauen, ob wir da noch ein paar drin finden.
Was ich machen sollte, wäre vielleicht doch noch die Waffe wechseln. Oh ja, da sind tatsächlich noch ein paar. So, Kleidung, Waffen. Wir haben rechtmäßige Herrschaft. Genau, die will ich haben. Mutant hier. Gut. So, der da hinten. Den machen wir mal mit Wetz hier. Rechtes Bein. Kuh. Bumm. So. Oh, da hinten. Wir räumen einen Supermutantenmist aus. Yay. Was mir. Genau. Was mir hier fehlt, ist ein bisschen das Zielfernrohr. Das muss ich mal draufbauen bei Gelegenheit. Oh! Schmerz! Okay, yay! Und ich erst! Und ich erst! Knochen des rechten Fußes. So, F5. Ich muss wieder was futtern, sonst bin ich vielleicht doch ganz schnell ganz tot. Das muss ja nicht sein. Hilfsmittel, Eichelhörnchen am Stiel. Das reicht erstmal. Komm, weiter. Mal gucken, haben wir hier noch ein paar? Ich schleiche mich mal ein bisschen an. Wegen doppelten Schaden und sowieso. Oder haben wir sie alle schon platt? Ah, die haben sich hier auf jeden Fall gut niedergelassen. Die Paladine haben das, oder die Brotherhood. Wirklich niemand mehr etwas von ausreichender Beleuchtung? Die Brotherhood hat das hier ohne Powerrüstung oder mit Powerrüstung nicht geschafft. Und wir. Sehr dunkel hier, Mann. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ja, wir haben das dank der Dämlichkeit der Supermutanten, die hier doch ein bisschen auf Menschenfleisch stehen, offenbar. Gut gemacht. Okay, hier oben ist ein Radio. Schnell, schnell. Ich muss schnell Radio intervenieren. Ich muss das mal ganz ausschalten. Ausschalten. Aber Radio hören Sie offenbar. Oh, was haben wir hier? Pistolen und Patrioten. Bingo. Schusswaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ein ziemliches Arsenal, man. Absolut. Könnte sich als nützlich erweisen. Absolut. Kotzi? Ich höre auf. Kannst du noch was schleppen? Ich guck mal hier. Hilfsmittel, Schrott. Ja, bisschen was geht noch. Deine Mods nicht. Inventar. Waffen. Jagdgewehr kann raus. Laserpistole haben wir eine gefunden. Leuchtpistole nicht. Molotow-Cocktail, bitteschön. Planke. Na toll. So, Präzisionsschützenteil und gar nicht mal schlecht. Behalte ich vielleicht mal bei mir im Inventar. Doppelläufige Schrotflinte. Und das kriegt Kotti nicht mehr weg. Okay. Ich F5 mal. Und ich, ich werde die Folge mal ein ganz klein wenig verlängern. Ich will mich hier noch in dem Verbindungshaus noch ein klein wenig umsehen. Unten ist ganz schön dunkel. Oh, da ging was auf. Warum ging das auf? Fällt mir jetzt gerade nicht. Ach so, das geht allgemein auf, wenn ich Q gedrückt halte. Alles klar, ich wollte den E-Tab gedrückt halten. Schon allein zum Ausleuchten hier. Obwohl man sich das Grauen vielleicht gar nicht so anschauen will. Aber wenigstens beweist uns das eins in diesem Spiel. Supermutanten böse. Okay. Gucken wir mal weiter. Scheinbar sind wirklich keine mehr da. Ich gehe aber trotzdem gestreckt weiter. Rüstungswerkbank. I herstellen. Habe ich noch irgendwas? Ma'am, seien Sie vorsichtig. Ich finde diesen Ort unruhigend. Oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht, was ich nicht kaputt machen wollte. Ich rechtes Bein. Ich bin ein wildes Vieh. Absolut unnötig. So. Weil ich irgendwie. Weil ich ein Blödmann bin, deswegen wahrscheinlich. Na gut, muss ich mir was fürs rechte Bein neu besorgen. Hast du da was mit? Kann ich zu. Okay. Klamotten, Waffen, Kleidung. Rechtes Bein muss erstmal reichen. Ja, verschweißt, rechter umgürtet, was ist das? Lederrüstung, Inventar, Kleidung, Waffen, Kleidung, da haben wir's. Armeehelm, schmutziger Armeehelm. Plus 10 Schadensresistenz. Ich glaube, ich wechsle mal eben den Sonnenschutzhelm aus. Ein Supermutantenhelm. Nee, brauche ich jetzt nicht. Der kann darüber. Rechts, also irgendwas Rechtes.
Es ist doof, dass man das nicht richtig lesen kann. Das finde ich unglaublich bescheiden. So, den Armeehelm nehmen wir. Das hier ist rechtes Bein. Perfekt. So wie ich es haben will. Haben will. Haben will. Muss ich mir angewöhnen. Bin viel zu... Ich wechsle immer noch viel zu sehr. Für ein doch sehr weites Publikum mittlerweile hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals so weit komme. Aber ich denke mal, ihr, wenn ihr mich regelmäßig schaut... Diese Atmosphäre ist ziemlich unangenehm. In der Tat. Teddybärenhaufen. Souvenirs sind immer schön. Der rennt hier durch die Falle durch. Okay. Diese naja. Stille ist ein wenig beunruhigend, oder? Also, ja, dieses... Oh Mann. Das ist ja alles irgendwie beunruhigend, Jungs. So, hier haben wir noch ein Terminal. Und das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Kaputte Kronkorken, die kaputte Lampe. Na, entsperren wir noch das Terminal. Das wird ja schon wieder mal eine extra large Folge. Aber ich will danach die Aufnahme beenden. Und da würde ich das gleich nutzen und dann gleich nochmal zurück nach Hause rennen. Und da, ihr wisst schon, einlagern und so. Hopp. Witch war es nicht. Cards. Okay, C-A-R-D-S. Da hat immer... Nein. Okay, noch einmal. Vor allem Einsteiger. Einsteiger sind nur 4 Buchstaben, habe ich beschlossen. Logic. Hat überhaupt nichts drin. Also das hier fällt schon mal aus. Okur. Könnte gehen. Hat einen Treffer. Okay, Path. Over. Nein. Mann. So. Drink. Nee. Stark kann es auch nicht sein. Cases to drink. Bin durch. Geht. Perfekt. Vorstandsbüro. Memo für Rede. Wir freuen uns sehr, dass ein ausgezeichneter Kriegsheld wie Nate eine Rede in Concord... Nate, unser Mann. Oh, Nate. Er ist tot. Wir freuen uns sehr, dass ein ausgezeichneter Kriegsheld wie Nate eine Rede in Concord hält. Wir sollten versuchen, ihn auch hierher zu holen. Das zieht immer Leute an und bringt Gelder. Naja, Veranstaltungen. Verleihung der Ehrenmedaille, Geschichte des Mr. Gatsby, Lebensmittelsammlung, ich bin jetzt gerade ein bisschen gedrückt. Neujahrsbingo. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Ja. Nochmal rein hier. Turmsteuerung. Was sind hier? Systemdiagnose. Offline, alles sauber, okay. Über Verteidigungssystem. Geschützturm sollte ausschließlich von gebildeten Personen, ja. Ich mach's mal an. Dann weiß ich nämlich, wo es ist. Und kann's wegballern oder so. Oder. Oder es wird weggeballert, das geht auch. So, ich würde mal sagen, nachdem wir doch ein Überbleibsel von unserem Mann gefunden haben, ich denke, Maggie ist jetzt so traurig und geknickt, dass sie jetzt einfach ganz traurig und ein Baby rasselt. Das erinnert auch an Sean. Wir haben zwar einerseits viel geschafft, aber hier sind viele Menschen drin gestorben. Ganz offensichtlich. Viele Supermutanten auch. Aber... Naja. Nicht schön. Nein. Ich bin ein bisschen geknickt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir werden versuchen, auf jeden Fall die Reise zu Sean weiter zu verfolgen in der nächsten Folge, wo wir hier starten werden. Ich gehe jetzt noch nach Hause verkaufen und teleportiere mich dann wieder hierher, beziehungsweise schnell reise hierher. Und in der nächsten Folge starten wir dann von hier. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, der Helm ist gar nicht mal so schlecht. Steht hier ein bisschen. Und ist sogar verkabelt. Auch gut. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.